Was für ein Schock! Sänger Eloy de Jong hatte einen Autounfall. Wie er auf Instagram berichtet, soll sich der Zwischenfall am vergangenen Sonntag zugetragen haben. Nach der Aufzeichnung einer Show am Samstag war er am darauffolgenden Tag unterwegs zu einem privaten Auftritt, als das Unglück passierte. Leider hatten wir einen Auffahrunfall. Wir standen und dann sind uns zwei Autos hinten reingefahren, so Eloy de Jong auf Instagram. Der Sänger teilte auch einige Bilder des Vorfalls, die das Ausmaß zeigen. Die ganze Sache ist jedoch glimpflich ausgegangen. Wie er erzählt, geht es allen Unfallteilnehmern gut. Beim Check-up im Krankenhaus ist nichts Schlimmes entdeckt worden. Also neben Kopfschmerzen ist alles in Ordnung. Ich hatte mir meinen ersten Auftritt nach anderthalb Jahren schon anders vorgestellt, aber alles wird gut, so Eloy de Jong auf Instagram. Da hatte Eloy de Jong wohl mehr als nur einen Schutzengel.